Geschäftsführung auf den Punkt gebracht, die Folge 227. Heute gebe ich Ihnen drei Tipps, damit Ihre Teamsitzungen noch effizienter und erfolgreicher werden. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In den letzten Monaten bin ich leider nicht mehr so regelmäßig wie sonst dazu gekommen, einen neuen Podcast aufzunehmen. Das wird sich aber in der nächsten Zeit wieder ändern. Es sind einige neue Folgen und auch Interviews geplant, beziehungsweise ich habe sie schon aufgenommen, ich muss sie nur noch editieren. Vor 3 Monaten habe ich übrigens mit meinem deutschen YouTube-Kanal rund um das Thema Führung auf den Punkt gebracht gestartet. Dort gibt es einmal pro Woche ein neues Video. Meist sind die so zwischen 6 bis 12 Minuten lang und ich behandle da die verschiedenen Führungsthemen und natürlich gebe ich dort auch Tipps. Schauen Sie mal vorbei unter YouTube, Führung auf den Punkt gebracht, und wenn Ihnen das gefällt, was Sie da sehen, freue ich mich sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und mir ein Like oder auch Kommentare unter den Videos hinterlassen. Damit Sie mal auch im Podcast einen Eindruck davon bekommen, habe ich eines der letzten Videos für diese Podcast-Episode verwendet. Sie hören jetzt zwar nur den Ton, aber ich denke, dass die Message trotzdem rüberkommt. Ich gebe Ihnen also jetzt hier meine 3 Tipps, damit Ihre Teamsitzung effizienter und erfolgreicher werden. Los geht's! Warum sind Meetings bei der Teamarbeit häufig so ein Zeitfresser und was können Sie dagegen tun? Ich zeige Ihnen, worauf Sie achten sollten, damit Ihre Teamsitzung wirksam ist, und ich gebe Ihnen meine 3 Tipps, wie Sie Ihre Teambesprechungen noch besser und erfolgreicher machen. Bleiben Sie dran! Als Geschäftsführer meines eigenen Unternehmens wie auch als Führungskraft in einem internationalen Konzern habe ich einige Erfahrungen mit Teamaufbau und Teams führen sammeln können über die Jahre. Und zwar in allen Kulturen. Einiges habe ich da gerade am Anfang falsch gemacht. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, worauf es da wirklich ankommt. Und das vermittle ich heute als Geschäftsführer-Coach, Führungstrainer und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Gerade bei Teamsitzungen gilt, gut gemeint ist häufig nicht gut gemacht. Wieso? Da wird versucht, zum Beispiel viel zu kommunizieren, damit auch wirklich alle Bescheid wissen, alle über alles informiert sind, aber das ist meistens gar nicht zielführend. Es ist wichtig, dass jeder im Team, Teammitglied oder Teamleiter, jeder sich wirklich gut überlegt, was die Kollegen an Informationen brauchen und wie es am besten kommuniziert wird. Was ist wirklich wichtig? Was ist von Belang? Um das zu entscheiden, muss ich mich in meine Kollegen reinversetzen können. Ich muss wissen, wie sie ticken und was sie wirklich von mir brauchen, damit die einen guten Job im Team machen können. Es ist Ihre Aufgabe als Teamleiter, dass das Meeting nicht als Zeitverschwendung angesehen wird. Wenn Sie als Teamleiter schon mal darauf achten, rechtzeitig anfangen, rechtzeitig aufhören, all diese Sachen, dann ist viel gewonnen. Hier meine zusätzlichen 3 Tipps, damit Ihre Teambesprechungen noch besser und erfolgreicher werden. Erstens, sich zurücknehmen als Leiter. Als Teamleiter sollte man bei einer Diskussion und vor allem bei einem Brainstorming immer möglichst erst spät seine Meinung kundtun. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie als Teamleiter sehr geachtet sind oder einfach eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung haben. Wenn Sie sich zurückhalten, werden die stilleren und eher introvertierteren Teammitglieder eher die Chance wahrnehmen, eigene Ideen und Meinungen vorzustellen. Wenn man das allerdings nicht macht und als Teamleiter beispielsweise zu Beginn eines Meetings einfach nur kurz das Problem erläutert und dann einfach sagt, also ich habe auch mal drüber nachgedacht und denke, dass das Vorgehen A eine mögliche Lösung darstellt. Wie seht ihr das? Was für Ideen und was für Lösungsvorschläge habt ihr? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Teammitglieder gar nicht erst trauen, ihre Ideen vorzustellen.
Das ist gut, Chef. Der Teamleiter, der hat ja schon seine Ideen vorgestellt. Wenn der Chef das schon so sagt, dann ist das sicher die beste Idee. Da sag ich besser nix, sonst blamier ich mich ja nur. Deshalb, als Teamleiter, bleiben Sie erstmal zurückhaltend. Stellen Sie Ihre Ideen, wenn überhaupt, erst ganz am Schluss vor. Und lassen Sie die Teammitglieder erstmal deren Ideen vorstellen. Sie können das sogar noch weiter treiben. Und das ist mein Tipp Nummer 2. Rausgehen. Nehmen wir an, Sie sind Entwicklungschef. Sie sind eher eine forsche Persönlichkeit. Und ohne dass Sie es wollen, haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie eine Besprechung dominieren. Da sagt niemand was, da kommen keine neuen Ideen. Mein Tipp an Sie, zu Beginn des Meetings mit Ihrem Entwicklerteam, erläutern Sie einfach kurz das Problem und dann gehen Sie dem Team die Aufgabe, Ideen zu entwickeln. Und jetzt gehen Sie einfach raus. Sie gehen einfach raus aus dem Meetingraum und sagen dabei, ich komme in 45 Minuten zurück, bitte stellt mir dann eure Ideen und Lösungsvorschläge vor. Das Interessante daran ist, dass sich in einem solchen Meeting automatisch nach kurzer Zeit jemand herauskristallisiert, der das Meeting koordiniert, bis Sie wiederkommen. Ich verspreche Ihnen auch, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen nach den 45 Minuten mindestens eine gute Idee vorstellen werden. Eine Idee, die wahrscheinlich nicht geboren worden wäre, wenn Sie an dem Meeting weiterhin teilgenommen hätten. Drittens, Teufelchen spielen. Es ist manchmal günstig, in einem Meeting einem Teammitglied ganz offen die Rolle zu geben, das Teufelchen zu spielen, also den Advocatus Diaboli. Vor allem dann, wenn alle der gleichen Meinung sind und eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll, die weitreichende Auswirkungen haben könnte, genau dann kann es sehr nützlich sein, wenn ein Teammitglied bewusst die Gegenrolle einnimmt und die Entscheidung in Frage stellt. Ich weiß, wir sind alle der Meinung, dass die Lösung A die richtige ist. Und das ist auch gut so, aber wir sollten das wirklich hinterfragen. Deswegen meine Bitte an dich, Markus, könntest du die Rolle des Teufelchens übernehmen und unsere Meinung mal hinterfragen. Was spricht für die Lösung B? Kannst du mal bitte für die nächsten 10 Minuten einfach die Lösung B verteidigen. Wenn man das so macht, kann es durchaus sein, dass noch nicht berücksichtigte Argumente zum Vorschein kommen. Damit hat das Team die Chance, eine vielleicht noch bessere Entscheidung zu fällen. Das Prinzip kann man auch umkehren. Hat man zum Beispiel jemanden im Team, der immer zu allem und jedem Nein sagt. Also eigentlich immer alles verhindert und alles negativ sieht. Das geht nicht. Das können andere viel besser als wir. Ha, das habe ich schon 10-mal probiert, das geht nicht. Und. Um so jemanden abzuholen und aus seiner negativen Haltung rauszubekommen, kann man ihm die Aufgabe geben? Okay, ich weiß, du bist dagegen und ich verstehe auch, dass du ganz viele gute Gründe dafür hast. Ich würde aber jetzt trotzdem gerne mal von dir hören, was denn für den Vorschlag spricht. Da spricht nichts für. Ich weiß, aber trotzdem, versuch mal, 3 Gründe zu finden, die für den Vorschlag sprechen könnten. Das können auch ganz abwegige oder verrückte Gründe sein. Was fällt dir da ein? Was wäre das zum Beispiel? Es ist manchmal erstaunlich, was passiert, wenn man so ein sehr negativ eingestelltes Teammitglied abholt. Manchmal bekommt man es dahin, dass derjenige sich wirklich darauf einlässt und die Sache mal einfach von einer anderen Warte aussieht. Was funktioniert bei Ihnen? Schreiben Sie es mir doch bitte hier unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich das Video und andere Führungsvideos mal anschauen wollen, dann gehen Sie doch einfach mal auf YouTube und geben Sie dort Führung auf den Punkt ein. Klicken Sie mal auf einige der Videos und wenn Ihnen diese Videos gefallen, dann abonnieren Sie bitte meinen Kanal dort auf YouTube und klicken Sie ganz wichtig auf die Glocke. So werden Sie dann automatisch informiert, immer dann, wenn ich neue Videos hochlade.
Die Videos und den Link auf YouTube finden Sie natürlich auch in den Shownotes und die gibt's wie immer unter www.mehr-führen.de/podcast227 und führen mit UE. Zum Schluss gibt es auch noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Hermann Lahm. Besprechungen heißen so, weil meistens zu viel besprochen und zu wenig entschieden wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.